Schier unermessliche Schätze. Ja, Moment, geht's hier noch weiter? Und ja, Gummihühner passen auch in die Hosentasche, also von daher. So, ich kletter natürlich die Liane rauf, weil ich bin cool. Oh, und da geht's runter. Was mir wahrscheinlich nichts bringen wird. Nein. Nein. Nichts. Das ist nicht nett. Wo ist denn hin? Kavernen des Orakels. Ah! Vier Lämmern aber auch! Gleich haben wir den Eingang anbringen können! Das ist nur gemacht, damit es die Spielzeit verlängert. Streckung! Schiebung! Ist doch nicht verboten! Boden ist das. Pflanzen, Gewächs, bla bla bla. Weiter geht's. Ah. Ich liebe sowas. Wir gehen natürlich erstmal links, ne, weil das ist falsch. Sag ich ja. Echter Deutsche geht immer rechts, deswegen ist links auch falsch. Merkt euch das. Und hier gehe ich dann mal links, ne? Hab's da noch mehr oder? Also der Weg endet da. Gibt's hier noch mehr? Oh, ich bin falsch gegangen. Aber es würde mich jetzt doch mal interessieren. Gibt's hier noch irgendwas? Die Küste! Gold! Unermessliche Schätze! Ein Sparschwein mit 10 Cent drin? Irgendwas? Gibt's mir irgendwas? Ich bin in den Abgrund. Hm. Müsste man nicht zumindest die Wände sehen? Wenn das schon so ein tiefer Lochboden. Lochboden. Hm. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Deutscher bin? Voll Deutsch kann und so. Komm schon, da muss irgendwas noch sein. Gibt's doch nicht. Ich glaube nicht auf so Spaß und blöd auf der Tastatur rum. Ha, wusste ich's doch. Hundsalbe und Badekur. Was ich glaube, ich habe ich das schon mal benutzt im Spiel. Hm. ich glaube einmal, ja. Ich werde es aber später auf jeden Fall nochmal brauchen. Wenn ich einen kleinen Kampf, der nicht bestehbar ist, bestehen möchte. Mal gespannt, ob er das geändert hat. So. Meine arme Enter-Taste. Ich meine Return-Taste. Ich drücke auf Return und nicht Enter. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Warum bleiben sie stehen? Haben sie etwas entdeckt? Hat er eben nicht! Eben? Was blieben sie dazu bemerken? Ah, nichts! Weiter! Ich speichere lieber mal. Einfach so, ne? Und ich bin geheilt. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Wie praktisch, dass der Stein so wunderbar nach unten fällt. Das ist, wenn er anders fallen würde, dann hätte ich echt Probleme. Ich muss jetzt nach unten. Dummer Stein, lass es so schieben, wie ich das schieben will. So vielleicht? Nee, ich muss das doch. Sei nicht so rassistisch, Stein. Lass dich doch. Ach, leck mich. Okay, nochmal. Ha! Also erstmal muss ich die nach oben, unten. 12. Ich muss dich hier hin, also hier hin, ne? Eigentlich! Ich glaube, 1 Meter zu tief! Und Schwung zu wagen! Wie tief ist denn das? Okay. Einmal runterschieben geht nicht. Wie hat das jetzt wieder funktioniert? Ne, oben geht ja auch nicht. Hahaha, ich hab sie in die Ecke gedrängt. Haha, du hast keine Chance, dummer Stein. Oh, das sind zwei Felder, sehe ich gerade. Kein Kommentar. Wusste ich die ganze Zeit. Ich wollte nur mal schauen, ob ihr es auch vorausbekommt. Wie praktisch der Stein genau 1 Meter hoch ist. Hm. Nichts zu machen! Ich brauche eine Leiter, eine Leiter. Gib mir eine Leiter.
Vorsicht! Vorsicht! Gut gesehen! Danke! Ach, bitte! So, ist das jetzt wieder hinten? Jawohl, es fällt natürlich die Kiste runter. Nicht Wasser und Medizin! Was ich so oft benutze. Ich rieche Wasser, aber das ist kein Wasser. So. Gehen wir da mal schnell durch. Ha, Kinderspiel. Als ob mich sowas aufhalten könnte. Niemals. Ha. Kann da glaube ich nur nach unten schmeißen, oder? Ja. Nicht so war das jetzt klar. Na, na! Rückschauen! Gilt nicht! Vorwärts heißt die Marone! Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Was ist dahinter der Säule versteckt? Unermessliche Reichtümer, du wirst sie nie finden. Den kommen wir nicht zu nahe. Kann man nicht gegen die kämpfen oder so? Ne, ich glaube nicht. Ja, ist ja gut. Hey, da hinten ist ein Feuerei. Hallo? Wie denn? Was denn? Sierra? Gut, gut, du hast das Osterei gefunden. Hier ist deine Belohnung. Jetzt 50 Erfahrungspunkte. Dann bringen wir das noch schnell in Ordnung. Ist doch gar kein Ostern. Tch. Rund tut kund den Weg, der geht. Ist rund tut kund der Weg, der geht. Ich fürchte. Oh Gott. Aha. Sollte ich also lieber auf die Runs drehen. Doch, leck mich. Naja, ich hab dich auch lieb, Spiel. Hahaha. War doch ganz einfach. Was ist denn da das Problem? Blut. Sieht ja aus wie Ketchup mit Fliegen drüber. Und ein paar Reste einer großen Echse. Der Rest einer irgendeines Tiers. Von irgendwas halt, ne? Es gibt keinen hinter dem Tempel. Er ist direkt an der Bergkante gebaut. Wenn irgendwo die Bergkante abrutscht, dann fällt das Ding runter und der Einwohner stirbt. Hallo! Ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck. Nicht so laut, Schatz. Man kann uns hören. Das haben wir doch auch! Orakel! Angetreten! Haben Sie das auch gehört? Was ist das? So genial. Gestanden! Von Magwitz! Schau mir ins Auge, Baby. Also gut, du bist kein Auster. Keine Auster. Dann heiße dich und deine Gefährten herzlich willkommen. Was will ich auf meinen Gipfel? Aber hier! Ein Patient für ihn dabei! Vorzeigen! Meine Güte! Meine Güte! Herbeigehende Person, was ist ein Sack Kartoffeln? Was hat er denn? Dachte! Er kann uns das sagen! Sie angehörig unserer Art zum. Eure Art zum ersten Mal. Das macht etwas kompliziert. Ich muss ihn eingehen oder suchen. Du da, ja du, der du aussiehst wie ein organisches Puzzle. Drei den kranken Wicht in meine Kammer. Na hopp, hopp. Keine Ahnung, wie spricht bei so ein einäugiges Orakel. Hätten sie ihm helfen können? Das hängt ganz davon ab, was euer Gefährten gefallen hat. Wer seid ihr überhaupt? Erzähl dem Orakel eure Geschichte und eine ganze Weile später. Dauert doch nicht lang, was hab ich denn bloß erlebt, die 5 Minuten da? Ich verstehe. Ihr schießt euch durch den Himmel und wundert euch über die Probleme. Schicksack! Vater ist befohlen! Aber über Fragen an ihn! Ist er eigentlich? Ich bin der letzte der großen Zyklopenschnecken. Ich bin Zurg. Gott, das Orakel des Flusses. Zyklopenschnecken! Das ist eine Schnecke mit nur einem großen Stielauge. Wie übersehbar. So jemand wie ich. Warum ist er der Letzte?
mit dem Klobenstäben Schnecken leben traditionell im Hochgebirge. Leider für diese Sitte zu Problemen. Mit deinem Auge können sie auch gar nicht mehr sehen, mein Herr. Ja, leider. Was heißt denn? Ich kann die Entfernung zum nächsten Klippenrand nicht abschätzen! Wie schon gesagt, ich bin die letzte der großen Zyklopenschnecken. Schön. Na, warum zieht er nicht? Steigst in die Ebene! Allerdings hin, Fremdling. Tradition ist alles. Einleuchtend. Ach, herrlich. Was ist das mit eurem? Ein imponierendes Gemäuer, nicht? Falls euch interessiert, ich habe eine kleine Schrift über seine Geschichte verfasst. Sie steht in meiner Bibliothek. Schon eine Weile her, seit ich diese Anlage entdeckt habe. Seitdem dient sie mir als Orakelstätte. Und ihr, der meine Prüfung besteht, kann meiner Hilfe gewiss sein. Prüfungen! Eure Ankunft weiß, dass ihr meine Rätsel gelöst habt. Achso! Deshalb nehmen wir mal diese Rätseltafel in der Umgebung! Genau. Außerdem bin ich gerne in der frischen Luft. Das könnt ihr auch bei uns auf dem Grundstück machen. Dann haben wir genug geschwatzt. Du da, trage mir den Kranken in die Kammer der Beobachtung. Folge mir. Ach, ich liebe diese Stelle. Autsch. Bleib drin. Hier geht es entlang. Ein wunderlicher Geselle. Ist im Prinzip egal, wie ich sie spreche. Klingt eh alles gleich. Sehen wir uns einmal im Weg um. Wie geht? Oder um mal aus einem Kommentar aus meinem Dungeon Lords. Jetzt erst blinzelt! Hat verloren! Mist! Um mal einen Kommentar aus meinen Dungeon Lords Videos zu zitieren. Deine Frauenstimme klingt, als hätten wir dir in die Eier getreten. So, wo ist denn hier hin? Keine Ahnung. Ah, Bibliothek. Hä? Das schwere Schwaden! Voll der grübeligsten Absonderlichkeiten! Ja, aber genau das macht sie doch so interessant. Du hast geschrieben, ein Handlungsroman! Das ist mir doch gefallen! Aber das? Nie! Ignorant. Vielleicht finden wir in einem der Bücher einen Hinweis. Langweilig! Na warte, wenn das der Professor gesund ist, magst du dieses Banausentum nicht. Soll ich mal besser lesen? Hab besser was zu tun! Ja, Sache ist überall. Komm her, gib mir Gold! Bücher sind teuer, nimm sie mit, verkaufen wir sie. Ha. Murch. Toll! Bloß haben wir mal das ein paar tausend seitige tausend. Was ist das denn? Willkommen, Präsent! Frank Albert, bist du nicht in einem Hotel? Was ist drin? Eine Karte! Lies! Herzlich willkommen! Genieße die Kraftvollluft des Orakels und verbleiben Sie recht angenehme Tage. Guck nicht so! Schön. Lade ist fest verschlossen. Eine Lade. Die Bundeslade. Da muss Indiana Jones irgendwo hier sein. Suchen wir ihn. Nehmen ihm seine Peitsche weg. Und hängen sie irgendwo hin, wo er nicht drankommt. Bin so böse. Was guckt ihr? Sowas gehört als Symbol äußerster Gelehrsamkeit einfach auf den Tisch eines Forschers. Was ist das überhaupt? Irgendein Vogel. Können wir mitnehmen? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es auf einer Welt wie Zimmer das Glas gibt. Keine große Sache! Er ist Glassand mit einem Oxid vermischt und fertig! Und so etwas weißt du auf einmal? Ja, muss man wissen, wie sein Monokel herstellt, ne? Eine einfach aber gut ausbalancierte Waage. Kleiner Mörser, den sie nach kleinen Dingen zerkleinern und vermengen lassen. Schön. Schleim. Hundsalbe, sonst ist hier wahrscheinlich nichts mehr. Nö. Es geht ihm gar nicht gut. Aufgepasst, wie er da liegt. Wenn ich mal reinkomme, schon das Schlimmste befürchte. Hoffentlich kennt er den Zug. Der Vogel spricht mit Handlungstod. Gleich Hilfe, ein Blitz! Vogelschlag Donnershausen! Mach noch recht modernen Eindruck! Ein Blitz? Welche Wahnsinnige wird ein lebendiges Wesen, der hat abnorm zu Leib rückt? Ein Blitz. Ah. Aussicht genießen! Gut, genossen. Weiter geht's. Wundersame Anzahl eines wilde Kraft noch nicht Klecks erkannt. Unbedingt in der Bibliothek vermerken. Mensch, lass doch das Auge nicht sehen. Hi Kleikel. Das ist sehr schlimm. Euer Freund ist von einer entsetzlichen Macht gefangen genommen worden. Hä? Aber da liegt er doch! Du liegst.
Da liegt seine euch vertraute Hülle. Aber darunter tobt ein Kampf. Nein, eine Schlacht des Geistes um die Herrschaft über diesen kleinen Leib. Geht zu ihm. Vielleicht mag eure Nähe etwas Gutes bewirken. Bei dem, das kommt. Ich glaube, es kommt gleich die ganz üble Stelle. Kam die jetzt schon? Meine Güte, was kommt denn? Meine Behandlung. Es klingt sehr vertrauenserweckend. Fügt einer eurer Runde über anzeigliche Kenntnisse, arzneiliche Kenntnisse. Ich habe verschiedene Arzthilfekurse beim Roten Kreuz besucht. Ich wurde einmal, das geht in Richtung eines Ja. Gut, dann halte ich bereit, mir gegebenenfalls zu assistieren, was Probleme aufsehen sollten. Probleme? Die Behandlung beginnt. Probleme können wir später reden. Das ist doch immer so in Spielen. Man redet erst über Probleme, wenn wir sie sind. Wir sind schon, wie sie vorgehen werden. Aus dem, was ihr mir erzählt habt, kann ich mir auf eine schließen. Eure Gefährte leidet am Fluch der Vielarmigen. Oh, das war gerade wieder irgendwann im Vulkan ausgebrochen. Wo war ich? Melde, Fluch! Danke. Fluch. Ein Fluch, das klingt mir entschieden zu sehr nach magischen Gebräuchen. Viele Armin sind wahre Meister der Kunst, sich eines anderen Geistes bemächtigen. Und so viel weiß ich, wer ihn Einlass in den eigenen Kopf gewährt, trägt schwer an den Folgen. Dieser unselige Kastellapparat, den der Professor entdeckt hat. Das Hirn des Professors! Nun fallen wir ins Gebiet, oder wie? Genau das wird es im Falle kompliziert. Keine kleine Vorstellung! Hast du was? Unser Patient ist nicht einfach kampflos dem Einfluss der Vielarmigen gefallen. Oh nein! Ein starker Geist bäumelt sich auf. Und dieser Kampf kannte keine Sieger, sondern schuf etwas Neues. Etwas Wildes. Ein geradezu tierhaft rohes Resultat dieses Existenzringens zweier Geister. Vor allem dieses Ding, das sich der Professor verwandelt hatte? Nicht hatte. Hat. Es ist immer noch ein Teil von ihm. Und er wird es bleiben. Nein! Er hat eine Heilung etwa ausgeschlossen! Wer so tief in die Abgründe des Wissens schaut, wie euer Gefährte, zahlt seinen Preis. Immer. Ich habe auch mal in den Abgrund geschaut, da stand aber Wahnsinn dabei. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Das Wilde, das ihn gepackt hat, schützt ihn zugleich davor, zum Sklaven der Vielarmigen zu werden. Fern lässt sich nicht, ohne einen vollen vollends den Flug auszuliefern. Wohl aber dämmen. Mit einem Damm. Gibt's auch Darmverstopfung? Also besteht Hoffnung. Ich bin das Orakel des Flusses. Ich weiß immer Rat. Nun gib gut acht. Oder gib mir auch 9. Sieht ein wenig aus wie so ein Tanz. Wie war das mit dem Blitz? Disco Party. Geht noch, etwas geschieht. Weiche, das große Agel befiehlt dir, große Orakel, befiehlt dir zu weichen. Spanne dich in den Legsteinen dieses Geistes. Fort, sage ich, hinfort. Bei der Macht des Orakels, hinfort, hinfort. Hinfort. Du liebe Zeit. Professor. Von Eleanor. Da höre ich auch sie klappern, mein Lieber. Die gute Kreatur nicht zu vergessen. Und mir tut mein Fuß weh. Oje, mir geht es doch noch nicht so gut. Der Gnome ist momentan auch sehr erschöpft. Er braucht Ruhe. Hau nur ein paar einige Fragen an den Herrn Professor. Erstens. Nein, nein, nein. Er wird sie erst einmal erholen. Morgen sehen wir vielleicht weiter. Morgen? Morgen. Nach dieser Anstrengung haben wir es alle eine Mütze voll Schlaf verdient. Professor ist zurück. Ich weiß jetzt, wird alles wieder gut. Was sind das? Das ist ja ekelhaft. Ich soll vielleicht jetzt nicht von Dingen reden, die ekelhaft sind und nicht zum Spiel gehören. Es gibt noch mehr ekelhaft, sondern gut. Morgen, Schlafmütze. Komm schon, hey, hi. Ist immer noch verschlossen. Haben wir ein bisschen Sprengstoff dabei? Erstaunlich, erstaunlich. Der Professor meinte: Professor, spielt ihr schon wieder? Sprechen? Seit er heute in alle früher wacht ist, hat er sie in der Bibliothek vergraben. Es geht uns wieder gut. Suchen wir ihn auf. Ah. Die Stimmen sind nicht gut für meinen Hals. Für meine Stimme. Ach, wie auch immer. Dieser Lied ist halt fantastisch. Und unser Gastgeber ist wahrlich ein Gelehrter von Rang. Ah! Äußerung lassen auf vier Hängestelle Gesundheit schließen! Freuen uns so, dass es ihm wieder sichtlich besser geht, lieber Freund.
Ja, aber lesen Sie, was hier an Wissen türmt. Hören mich mit Zusammenfassung begnügen! Eine Zusammenfassung? Eine kurze, bitte sehr! Flüchtiger, vollkommen tiefenloser Mensch, wie kann man nur? Aber Herr Professor, bedenken Sie bitte immer das begrenzte Fassungsvermögen eines Leutnantshirns. Ach, recht hast du. Zuweilen vergesse ich, dass Gipfel des Fortschrittes nicht für Kurzatmige sind. Gut, dann hören Sie, welche Erstaunlichkeit ich mehr lesen habe. Indem ich also gewisse Bände voller Sorge, Beobachtung, Analysen und Mythen verschlungen habe, sehe ich mich in der Lage, eine Bilanz zu ziehen. Und ja, eine kurze, Herr Leutnant. Wie mit diesem Bauwerk, ein kundiges Augen lacht das Geheimnis auch so. Das Gemäuer stammt vom Mars. Es fliegt! Wie bitte? Ach nein, ich meinte, es ist unzweifelhaft marsianisches Ursprungs. Natürlich, da baust du gleich 10 in der Pyramide, in der marsianischen Wüste. Das haben Sie sehr klug bemerkt, Gnädigste. Fugenbreite, Formspiel, Fresken, alles ähnelt sich. Halten wir also fest, auf der Venus bestehen vom marsianischen Hand und die Taglerbaut Plätze. Ferner kennen wir auch ein doch beträchtliches All dieses Bauwerks. Ja. Fügen wir das mit dem Faktum unseres Ankunfts an Bord eines Marsschiffes zusammen, halten wir nach. Insgesamt 3 Fakten. 42. Ich muss mich entschuldigen. Das frage ich eigentlich Sie, lieber Freund. Ist die Antwort offensichtlich. Es hat alles her und muss eine marsianische Präsenz auf der Venus geben, die bis heute fortbesteht. Aber warum? Logik, teuerste. Das wird wohl eine alte, hochmechanisierte und ausgelaufte Welt wie Mars von den üppigen Venushaufen. Rohstoffe! Na, wenn es um Imperialismus geht, sind Sie wieder ein Element, wie? Ach, Sie haben vollständig recht. Mars ist eine Wüste, Venus ein nahezu unberührtes Paradies. Mars überlebt auch das, was der Venus aus den Ahnen saugt. Und da haben wir von der. Was ist das denn? Und haben wir von der eisernen Stadt, dem Produktionszentrum des Mars, zur Venus geflogen sind, spricht das mehr für die Rohstofftheorie. Schließlich bedenken Sie, wer an Bord des Weltschiffs war, das zur Venus trug. Meine Stimme versagt gerade. Ich habe eine geistige Präsenz gespürt, die brrr. Also brrr kenne ich auch. Beanstrengen Sie sich nicht, Herr Professor. Nein, nein, es geht schon wieder, teuerste. Sie lesen an Bord des Schiffes vor einer Machtfülle, die ich zuvor nur im Banner des Kristallapparat gespürt hatte. Mit den Tagelein derart gewaltigen Vertreter ihrer Art zu Venus senden sie im Brennpunkt ihres Interesses stehen. Hallo, von innerplanetaren Außen gehört! Wie steht es mit der Erde? Scheiße. Ja, dann ist der Heimat mit reingezogen. Bis auch um Ressourcen rauf. Möglicherweise wäre es, zumal der marsianische Rohstoffhunger gewaltig sein muss. Die Vorbereitung des Mars auf einen Krieg gegen die Erde haben die Rohstoffe gewiss weiter erschöpft. Was denn das der einzige Grund ist, weiß ich nicht zu sagen. Zu will mir nicht in den Kopf, wie meine Entdeckung das Puzzle passt, dass nämlich die Marsianer in grauer Vorzeit bereits auf der Erde waren. Ich weiß aber in Bestimmtheit, wo wir die Antwort auf diese Frage erfahren werden. Auf der Erde selbst. Also auf, worauf warten wir? Zurück in die Heimat. Haben wir eine Zusammenfassung des Herrn Professors gehört? Muss ich nochmal lesen? Ich sagte jetzt wahrscheinlich auch überall. Ah ja, klar. Wenn jetzt der Leute zu faul sind, kann ich jetzt die Luke öffnen. Nein. Apropos Luke öffnen. Natürlich gibt's nichts Neues für ihn. War ja klar. Warum auch alle ausrüsten? Zeit! Ihr wollt es sagen! Empfehle mich! Sie vielen Dank, Herr Zug. Ihre Hilfestände ist jetzt schlimmer unser Gefährten. Tausend Dank, Querste. So für die Medizin wie auch für den Einblick in Ihre Bücher. Denk immer an meine Ahnung. Es wird hier schon nach wie vor in dir. Stark und wurdest. Vorsicht, der Mann. Es mag sich alles zum Guten wenden. Und falls nicht, beim neuen Anfall gib ihm das. Hells getrocknete Froschpillen. Pillen sehen genauso aus wie die Perle des Sees. Mein Ziehen ist auch etwas Besonderes. Alle Wetter, ich komme heute aus dem Dankschrank gar nicht mehr heraus. Hinaus, sei's drum, danke.
Aber nun müssen wir voran. Sehr rasch sogar, denn unsere Zeit ist knapp und die Geschäfte sind wichtig. Schnelligkeit sucht ihr. Auch dafür habe ich bereits gesorgt. Folgt mir. Ach, wir haben es nicht eilig. Völlig überzogen. Fällt mir doch noch was ein. Hätte ich jetzt fast vergessen. Oho, was für eine sorgfältig gearbeitete Inschrift. Sie können es lesen? Natürlich, hier steht Flur des Orakels. Oh. Okay, das hat sich jetzt total gelohnt. Auf jeden Fall. Also. Soll ich mal auf jeden Fall machen. Ey, Kollege, ausgeschoben! Siehst du da? Schnell, sieh mal nach, wie es ihm geht. Alles in Ordnung? Aber ja, solche Stürze ist noch gar nichts. Warte, ich komme wieder zu euch. Weiter geht's. Mal nicht, Schatz. Ich liebe diese Stelle. Ihr habt die Hinreise auf den Fluss bewältigt. Und das ist wahrlich Prüfung genug. Rückreise will ich euch erleichtern. Gebt 8. Oder auch 5. Yeah, Düsenflugzeuge. Stell euch in einer Reihe auf. Sapalot, ja, was uns brüht. Gute Reise, Fremdlinge. Und seh dich übermäßig häufig nach unten. Sieht nicht aus wie Düsenflieger. Eine komische kleine Schar. Ja, vielleicht haben sie gegen die Fiedermann etwas mehr Glück als die letzten. Und Glück werden sie brauchen. Oh ja. Schön. Vor allem an den Haaren. Eine Art des Eisens! Keineswegs. Die Aussicht, die wir genießen, ist phänomenal aus dieser Höhe. Bitte keine Kommentare über die Höhe. Wir reißen einfach nur geradeaus, nichts weiter. Wenn ich meine Haare wieder in Ordnung bringen soll, interessiert natürlich niemanden. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Vorspulen. Lang! Meine Güte, Schatz, wir sind bald da. Wir quengeln dich jetzt nicht. Dann sag was, dann sitzt man bereits auf der Lurche. Nicht unten, da vorne, Scheiße, da vorne. Der landende Winkel dieses Geschöpfes erscheint mir etwas eigenwillig. Warum? Wie wollen sie denn landen? Aha, schön. Autsch. Schatz. Seien Sie unbesorgt. Ein Hohlkopf ist eine ganz vorzügliche Knautschzone. Warte nur, Schatz. Wir kommen schon. Alter, was für eine Landung. Geht's dir gut, Liebster? Ah ja! Teufchen! Was ist passiert? Sie haben den Steg beschädigt. Schickschack! Der wird's nicht mit Bagatellen aufhalten! Jetzt gilt's! Ja, kennen wir schon den Satz. Ist altbekannt. Dürfen wir immer noch nicht rein. Das ist doch da rein. Ich will nur alles mitnehmen, was drin ist. Sonst gar nichts. Bin ich voll geheilt? Ja. Wieder zurück! Warte, Meister! Ich wusste, ihr werdet es schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn wieder geredet habe. Schön. Wie ich das innerhalb von nicht mal einer Woche immer vergesse. Sehr schön. Jetzt wird es höchste Zeit, unsere Heimkehr Weg zu leiten. Genau! Wir probieren euch drauf, den Kriegsplan zu ordnen, den eure Majestät ausarbeiten wollte! Das habe ich allerdings. Bin gespannt, auf welche Weise sich eines der Schiffe den Tag zu bemächtigen gedenkt. Schon wieder eine Besprechung, Vater? Sollten wir nicht langsam gegen die Schlangen zur Start schreiten? Ah, Nixos, du kommst gerade recht. Ich glaube irgendwie so, oder keine Ahnung.